He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we are making of things. Na, da gebe ich Arthur sogar recht. Da gebe ich ihm sogar recht. Na, auch nur Bronze wahrscheinlich, weil ich so oft daneben geschossen habe. Töte bei Bills Rettung 3 Gesetzeshüter mit Dead Eye. Ich habe doch mehr damit getötet. Vielleicht sollte ich nur 3 damit töten. Nur mit Handfeuerwaffen. Mission innerhalb von 4 Minuten 30. Lande 20 Kopfschüsse. Ach, das muss doch nicht sein. Ich finde, wir haben es beim zweiten Mal zumindest ganz gut gemacht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das mit Sean war komplett aus meinem Kopf raus. Wie gesagt, die Mission, irgendwann hatte ich das schon mal gespielt, bis kurz nach Shady Bell, aber das hatte ich wieder komplett vergessen, dass Sean drauf geht. Fuck, das geht mir gerade irgendwie nah. Hui. Here we go. Zumindest mal okay. In-game noch eintrinken auf den Sean. Mein Pferd kriegt nichts. So. Ich bin ganz durcheinander gerade hier. Was? Rum. Das ist das richtige Mittel. Ja gut. Mein anderes Pferd kommt auch. So, ich glaube, für die nächste haben wir auch noch Zeit. Die machen wir. Ich glaube, das ist eventuell schon eine, wonach es nach Shady Bell geht. Und Kapitel 4 anfängt. Ich bin mir nicht sicher. Hier wird alles immer diffuser für mich. Calm down. Fuck. It should all be okay. Na, ob alles okay wird, weiß ich nicht. Irgendwie muss man ja durch. Have you seen that boy, Jack? No. Where's my goddamn son? Where is he? Where's my son? They took him, didn't they? They took my son. Who took him? We think the Braithwaite woman took him. Oh. But Kieran saw a couple of fellows sound like Braithwaite boys. Where's my son? If anything, where is my son, Dutch Vanderlyn? We will find him, we will bring him back to you, and we will kill any fool that had the temerity to touch one hair on that boy's head. Abigail, you have my word. Just get me back, my son. I will get that boy back, so help me God. Right Scheiße, now. Jetzt haben sie auch noch Jack. We just heard about Jack. You need some extra guns? Yeah, why not? Micah, Kieran, anyone strange turns up, you kill him. Rest of you, let's ride. Okay, let's go get that boy back. Da muss ich mir wieder Dead Eye ansaufen. Wartet, Jungs. Zielwasser trinken. Yeah, we just got shot to hell by the Greys in town. I know. I heard about John too. I don't want to even think about that right now. We have to focus on Jack. Na, es glaubt besser so. Trauern muss man danach. I'll kill everyone there. Easy, John. Try to stay calm. I'm fine. How the hell did they get to him? I don't know, but we are getting him back and they will pay. I promise you that. What about das the auf gold? Jeden Fall. Who gives a damn about the gold? They got Jack. I hate to break it to you, but I don't think there is any gold. If there is, it's hidden somewhere no one knows. What? I've turned every stone. For Christ's sake, Hosea. After all that, another perfect scam. We underestimated them. No, they underestimated us. Wir haben uns beide gegenseitig unterschätzt. There is no point arguing how we got here. This is where we are. And we are going to fix it. So come on! Da sind sie ja. Die Braithwaites in ihrem Anwesen hinter okay, der Allee. Get your heads right. Nope. Okay. Heads und Waffen, meint er. Pump Action und Bolt Action. Make some move until I say so. Mag unsere Rautenformation gerade. Oh, jetzt ist eine andere. Jetzt ist wieder eine Raute. Annähernd. Ja.
feuern die schon auf uns? Wieso blitzt da alles? All right, everyone, dismount and come to me. We'll go in on foot from here. Na gut, meine Waffen habe ich. Soll ich Bolt Action nehmen oder lieber doch eine Sniper? Rolling Block hier. Die Pump Action habe ich ja immer noch in die Pistole. Ja, ein bisschen spät. So, Hochgeschwindigkeit Express Munition und hier unten Flintengeschoss. Ja. Bin doch hier, Anian. Arthur, are you coming or what? We don't have all day. Entschuldigung. Let's get this done. Bin abgestiegen, als ich gesagt habe, absteigen. Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. Haben sie schon ziemlich gut gemacht. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. John, I need you to stay calm. Wir glauben doch nicht ernsthaft, die kommen hier lebend raus. Get down here now, you inbred trash! What the hell do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. Shouldn't have messed with our business now, should you? Nur ein bisschen haben wir uns vielleicht eingemischt. Whatever complaint you have with us, alleged or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land. Ich habe kein Dynamit mehr, glaube ich. If you ain't gonna be civilized about this. Boah, wieso treffe ich denn nicht? Achso, das ist die Pump Action. Mist. Mit Pump Action nix auf Distanz. Dafür ist die Sniper da. Der schießt ihn da gerade sehr erfolgreich auf mich. Na, Aiju. Der hat Glück. Zum dritten Mal oder so. Ja. Jetzt kein Glück mehr. Dann rückt man mal vor, würde ich sagen. Ah, diesmal mit der Pump-Action. So, er ist tot. Haben die Geld? Get in there! Find Jack! And find that Braithwaite woman! Wir mal schaffen. Jack! Jack, can you hear me? Ich plünder noch kurz. Ah, nicht alle. We have to find Jack! Jack, you idiot! Jack! Hey, was haben wir hier? Where are you? Wieso kann ich das nicht aufheben? Ich habe irgendwie im Kopf, dass man hier was looten kann während der Mission. Goldener Schild ist auf jeden Fall nicht schlecht. Die Zigaretten hätte ich aber auch gern. Jack? Oh, shit. Tja, hätte er lieber auf die andere Tür sich konzentriert. So, da ist noch was zum Aufsammeln. Komm schon. Arthur! Wieso kann ich das nicht aufsammeln?
Na gut. Sonst noch was? Da hinten liegt was? Jack's not down here. Let's go check upstairs. Ja, du stehst mir ein bisschen im Weg. Du willst doch oben schauen. Ja. Ich höre euch. Ein Glück habe ich die Sniper. Hä? Nee, ihr habt mit dem Falschen euch angelegt. Definitiv. Wir haben schon mehr von euch getötet als ihr von uns. Feuerunterstützung kommt. Komm schon. Ein gut platziertes. Also. Nein, nein, nein. Hier entkommt keiner. Gut. Gut, gut. Eine Platin-Taschenuhr. Da liegt auch, glaube ich, ein selteneres Ding. Zumindest ist da ein Waffen-Icon. Nehm Bolt-Action-Gewehr gegen seltenes. Nee, danke. Na, eigentlich zufrieden. Ja, ich komme. Muss ich kurz die Pistole nochmal ausrüsten. Achso, von hinten dann. Ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ich suche nur nach Wertgegenständen. Ein cooler Hut, glaube ich. Ja, auf dem Weg. Help me break this door in! Entschuldigung. One, two, three, go! Ich hätte erst auf den anderen schießen sollen wahrscheinlich. Hat trotzdem gereicht. Where's the boy? We have lived in this house for 120 years. Ja, und jetzt sterbt ihr. I have no problem except for Yankees. Where is the boy? Who took him? You killed my son. Oh, and I will surely kill the rest of them unless you start talking. Oh, I know your type. Common scum. Doch, doch nicht gewöhnlicher Abschaum. Where is the boy? You filth. Schieß ihr ins Knie. What about down? Hey, ich will looten, Arthur. Now let's get this hag outside. Any more of her sons to deal with? No, reckon they're all dead. Irgendwas Wertvolles hier. Sieht nicht nach was Wertvollem aus. Man kann auch nichts looten, interessanterweise.
komisch. Weiß nicht, ob ich das falsch im Kopf hatte. Ich dachte, hier wäre irgendwo noch Gold für mich. Hier auch ganz komisch. Ich glaube, das ist jetzt semi-geskriptet. Also ich kann mich selbst bewegen, aber sehr, sehr eingeschränkt. Hoch die Hände, kein Wochenende für euch. Da komme ich nicht rum. Hier. Rennt ganz schön hier alles. Dachte, dann könnte ich hier vielleicht noch. Okay. Die Wache kann ich plündern. Vielleicht kriege ich jetzt die Taschen oder noch. Ich meine, so wichtig ist es auch nicht, aber wenn wir schon mal hier sind. Besser als dass es verbrennt. Okay, das ist zu. Bin doch daher gekommen. Da bin ich hierher gekommen. Also das sieht hier nicht gut aus, muss ich sagen. Ich nehme den anderen Weg. Bisschen schneller, Arthur. I never liked you. Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my... Boys are off limits. You stole my horses. Ain't no rules in war, mister. Matthews. Yes, yes, that's it. Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte. So my guess is Saint-Denis. Either there or on my boat to Italy. Let's go! Arthur, come on! What are we doing with her? Leave her. I told you she was crazy. Okay, und die geht jetzt ins brennende Haus. Oh. Glaub nicht, dass sie das überlebt. Glaub nicht, dass sie das überlebt. It's gonna work out, John. It's gonna work out. Listen to Dutch. Now, I don't expect you to understand this, but I have never been more proud of you than I am right now, brother. You're doing the right thing. If I don't get that boy back safe, she'll kill us all. I know, but looking at this logically, well, that boy is fine. They took him to scare us. Nobody takes a boy to harm him. He's right, John. What do you think, Arthur? The boy will be fine. But, well, of course, Marston's scared rotten. I mean, we killed all those people. We stirred up all that trouble. For nothing. No. No. Not for nothing. For living. Nee, now, we get that boy back, and we go. Trust me. Hey, Dutch, we got a problem. Not a problem. Visitors. A solution. Good day, fine people. Mr. Vanderlind. Hi. Matthews, I presume. And who are you? Rip Van Winkle. Huh. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan, nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity. Das ist ein Argument. Basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place ain't no such thing. As civilized, it's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence, that lets you take what you please, kill whom you please, and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlind. But I came to make a deal. It's time.
You come with me, and I give the rest of you 3 days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Das klingt eigentlich nach einem fairen Deal. Den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Ain't that fine? I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with... I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake, all of you. Yeah, dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. In 50 schaffe ich. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? In den Rücken schießen. And quick. Any ideas? I know a big old house, hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. Mm-hmm. Place is well hidden. You and Arthur, ride out to make sure no one else has moved in. Lenny, you go follow those fools out of here, make sure that they leave. And John, we'll get Jack back, and we'll get going. Rest of you, get packing! Oh, mein schönes Camp. Mein schönes Camp. Come on, John. This is crazy. Ja, alles ist irgendwie verrückt. Follow me. I know the way. Sehr gut. Ein Glück habe ich einen Wegpunkt. Mein anderes Pferd soll auch mitkommen. We should be going for Jack. We will. We have to move everyone first before that bastard Milton comes back with an army. We ain't no use to Jack in jail or at the end of a rope. I don't even know what to think no more. Just gotta keep our cool. Be smart about this. Smart? Are you joking? Ein bisschen. We made too much noise once again. We drew him right to us. I mean, das stimmt. How many people we killed the past few weeks? Far too many. Yep. It's Dutch playing his games. Hosea, too. Getting involved with those two families. Das hat nicht viel gebracht. Master con men working their magic. They thought there was a lot of gold. Yeah, they thought there was money. Ain't there always. Look, Marston, I don't know what to tell you. Things don't always work out. That ain't nothing new. Jack's gone. We lost Sean. Es brennt ja noch. Mac, Davey, Jenny. And for what? We can't change what's done. We can only move on. But one day, we need to start learning from our mistakes. Irgendwann vielleicht. It ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now, every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Now, you can't put all this on Dutch. You're worked up, and rightly so. Just don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. All right. Should be just down this path to the left here. So, what were you talking about before? Sure has. Lots changed. We just look around. Sometimes wonder if things was ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we was. Like I told you, don't go down a rabbit hole with this, Marston. Ja, Selbstreflexion wird überbewertet. Macht nur schlechte Laune. Abigail too. I didn't want to believe he was mine. You know, when I was lost on that mountain after Blackwater, part of me thought I could just leave again and no one would ever know.
but some wolves thought otherwise. Look, you're here now, and this spot we're going to is close to Saint Denis. Can we just get this done? Nagger. Soon as we get the others safe, we'll find this Bronte and get Jack back. God, that klingt nach einem Plan. Lenny found it. Big old run-down plantation house. Another gang was holed up there for a while, but we sent them on their way. Probably moved on to one of their other hideouts, what's left of them. Where we got that dynamite for the bank job. Shouldn't be any trouble. Just need to check it's all clear. Now, where have I heard that before? Immer wahrscheinlich. Jeder sichere Plan geht irgendwie schief. Na gut, Gespräch ist zu Ende, dann können wir mal wieder ein bisschen Tempo machen. You ain't seen inside it yet. Come on, sooner we get this done, the better. Ja, sag ich doch. Du hattest so viel zu erzählen. I ain't sure on nothing. All right, let's leave the horses here and take a look. Na gut. Ich schätze, ich soll vorangehen. Oh shit. It's them again. Boys, get ready. Uh-oh. Damn it. Still some here. I can see that. You think there's more? Wieso bist du immer noch auf dem Pferd? Oh, du bist inzwischen abgestiegen. Hier sind die Nachmieter. Wir wollen jetzt gern einziehen. Ist gut hier irgendwas zum Looten für den alten Arthur. Nicht so alten Arthur, mittelalten Arthur. Er ist da hinten am Fenster. Vielleicht nicht wichtig. So, schön nachladen. Da ist nochmal Dynamit. Tja. Ja, ist ja alles gut. Ist unser Zuhause, das können wir demolieren, wie wir wollen. Any more you upstairs? I'm coming for you. You hear me? We'll find out who put you up to this. You fools should have left when you had the chance. Creeps hiding. Come out where I can shoot you. You're the one hiding. I'm me. Jo. Das sieht doch ganz gut aus. That's how you want to do it. Oh. So gut war das jetzt nicht gelöst von mir. Egal. I knew you'd come soon enough. You are some other coward, like you. Okay. Bounty hunters, the freedmen, the carpetbaggers. Der schießt sich, glaube ich, oder? Soll ich die Waffe wegschießen? I survived them all. Our fight will live on. Oh, ich war zu spät. How's it looking up there? Gut. I think that's a lot. Didn't even have to shoot the last one. Good. Come help me with this, will you? Ja. Ich muss den Anführer looten. Everything all right up there? Ja. Immer noch. Platin-Taschenuhr. Daran erkennt man, dass er ein Anführer war. So, was haben wir hier? Premium-Zigaretten. Ja, ich komm. Also, John nervt immer ganz schön rum. Der nervt immer ganz schön rum. So, da habe ich aber noch nicht reingesehen. Kann ich auch gar nicht. Boah, ist das heruntergekommen. Und überall liegt Dynamit. Here, give me a hand moving these bodies. Don't want the others walking into this. Follow me. Ah, Leichenbestatter.
werden doch immer gebraucht. All right, this way. We'll dump the bodies in the swamp over there. Na gut. Du holst die anderen. Mehr als ein Pferd trägt meine Bandscheibe nicht. Jo. Okay. I can deal with the rest of the bodies. Und das geht jetzt direkt nach Saint Denis bestimmt. Alright, see you soon. I hope. Na gut. Da sollte aber meine Ehre dann steigen. Das ist immerhin so eine Transportgeschichte. So. Das Blut wird ja niemandem auffallen. Ich gehe mal ganz hoch und hol den Anführer. Da liegt ja noch einer. Ach, das war... Hä, wo ist der denn hin? Naja, nehme ich halt den. Das Kerlchen hier. Boah, meine Bandscheibe. Eieiei. Und dann auch noch Treppen laufen. Das hätte ich mir davor überlegen sollen. Arthur, alles gut. Ich hoffe, wir haben genügend Blei, um die Blutflecken wegzumachen. Oder neue Farbe. Ich mag den Ort hier echt nicht sonderlich. Na, zumindest haben wir einen Sumpffluss in der Nähe. Ablegen. Ja, also. Sorgen treiben dahin. So wie es aussieht, musste ich aber nur zwei schleppen. Ja, Besenreihen an uns übergeben. We got fine living. Ignore the corpses and the alligators. It's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on, Arthur. Haben wir selbe Pferd gerade? Can you believe that girl? All I've got going on, and she wants to talk. Unmöglich. Everything okay with you two? I got far more important things to worry about right now than Molly O'Shea. So, where are we going? To take a look at this eighth wonder of the civilized world, Saint Denis, I keep hearing about. According to the map, the road up this way should lead us right in there. Oh, interessant. All right. I guess this day ain't over yet. Not quite. Good work back there, Arthur. Everything went okay? Few loose ends, nothing major. And John? About what you'd expect. He's taking it hard. We are going to get that boy back, whatever it takes. I need you to start asking around in the city for Bronte. Subtly, of course. Public places, maybe start with the saloons. Contact with him. Of course. What about the Pinkertons? I'm fairly sure nobody followed us. We moved out fast. We should be safe for a few days here. And then, da ist er ja schon, die riesige Stadt. I think we need to move a little further. Put some ocean between us and all of this. Das klingt gut. Gehen wir nach Italien oder nach Mexiko. Gut, da ist kein Ocean dazwischen. Gehen wir nach Kuba. I truly believe the paradise lay somewhere in the west for us. But I just don't know anymore. Wie wär's mit Kanada? Leaving the country now? Maybe. I'm still thinking about it. Whatever we do, we'll need more money. In any case, we have more pressing matters to attend to first. Wir können auch erst umziehen und uns im neuen Land unbeliebt machen und Geld anschaffen. Also bis hierhin habe ich, glaube, müsste ich gespielt haben, aber das war so ziemlich das Letzte, was ich gemacht habe. Saint Denis habe ich schon ordentlich erkundet, okay, aber eher auf freie Schnauze. Und nicht während dieses Let's Plays, aber während ich früher halt gespielt habe. Der geile Regenbogen. Richtig geiles Bild war das gerade. Always repellent. Exactly. I'll find you in there. Go see what you can figure out. Yes.
Natürlich machen wir das. So. Dann wird ab jetzt wahrscheinlich alles für mich auch neu sein an Hauptmission. Das gefällt mir. Ach, schon eine riesige, schon zivilisierte Stadt. Ganz anders als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Dankeschön. Habe ich noch meinen Sheriff-Stern? Anscheinend nicht. Haben die Grace als letzte Amtshandlung von mir weggenommen. Na gut, aber ich würde sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.